Ja, Freitagabend. Ich mache mir Kartoffelauflauf. Nee, Freitagabend schon gar nicht, sondern wir haben Samstagabend. Ich wollte mir eigentlich was anderes machen, aber ich habe gesehen, dass die Kartoffeln, also sind noch gut, aber die müssen langsam weg. Also schäle ich mir jetzt eben schnell die Kartoffeln. Mache eine schöne Soße dazu. Und werde dann schön Kartoffelauflauf essen. Was dann vielleicht mit Thunfisch. Weiß ich nicht, mit Thunfisch vielleicht. Oder mit Sonnenblumenmais. Oder ich werde vielleicht eine Dose mexikanische Gemüsemischung mal reinmachen. Das werde ich mir noch mal kurzfristig überlegen. Und ich werde noch ein bisschen Salami reinkochen. Ich habe hier so einen Fertigmix. Fix für Kartoffelgratin. Das reicht für so eine kleine Auflaufform hier. Mache ich halt nicht mit Sahne, sondern mit Milch. Und dann habe ich heute was zu essen und morgen. Ja, prima. Guckt zurzeit Walking Dead. Ja, eben schnell was zu essen machen. Ich habe 2 Tage fast Gyros gegessen, habe ich mir eingefroren. So, kann man mal zeigen. Hier habe ich mir eingefroren. Restliche Gyros, habe ich noch 2 Zwiebeln zugeschnitten. Bisschen untergemengt aus das Gyros. Eingefroren und so kann ich da jetzt beim nächsten Mal so ein Gefrierfach rausnehmen, auftauen und mir Gyros machen. Zum Beispiel mit Reis oder Kartoffeln oder. Schon mal schlecht, dann kann ich die Milch schon mal rausnehmen. Aber als allererstes die Ekelpfanne, die schmeißen wir weg, die packen wir an die Seite, die mache ich natürlich wieder sauber. Nehmen wir einen Topf, wir hinten auf der Gewürzmischung drauf zubereiten, Kartoffeln schälen, bla bla bla, dünne Scheiben, kennt eigentlich auch jeder. 2 Milliliter kaltes Wasser und 250 Milliliter Milch. So, dann haben wir hier einen Messbecher. Machen da 2 Milliliter kaltes Wasser rein. Oder lauwarmes Wasser, ist eigentlich egal. 200 Milliliter. Also, ich mache das jetzt schon mal eben, bevor ich die Kartoffeln fertig habe, damit die. Oh, das ist ein bisschen viel. Damit das Wasser schon mal kocht oder die Milch. Man muss den Gewürzbeutel nämlich einrühren. So, machen wir 450 insgesamt. Auf 10 Milliliter kommt es nicht drauf an. So. Dann nehmen wir einfach. Gucken wir mal, das Display geht immer aus. Perfekt. Ja, perfekt. Dann nehmen wir einfach die Milch und das Wasser, die verdünnte Mischung einfach in einen Topf. Dann schäle ich noch schnell die restlichen Kartoffeln hier. Und so eine Kartoffelfixmischung. Kartoffelschälen. Kann ich mich am Montag, wenn ich einkaufen fahre, nochmal einen Sack Kartoffeln mitbringen? Zack. Ja, ein bisschen schade dran, das macht das auch nichts. So. Können dann schon mal die kalte Milch. Brauchen wir nicht auf volle Pulle machen, machen wir oben links. Das ist mal auf Stufe 6, da wird das nur langsam warm. Wir müssen nämlich den Kartoffelfix einrühren und aufkochen lassen. Wegen der Soße, also wegen der Bindung.
So, zack. Einfach Kartoffeln. Eine Mini-Kartoffel haben wir noch. Wenn man es ein, zwei, drei Mal gemacht hat, dann kann das eigentlich fast jeder. Und diese Fix hat meine Mutter mir mal gezeigt, die gibt's bei Aldi Lidl Netto. So gibt es glaube ich auch von Maggi oder so. Dann kauft die günstigen immer für 35 Cent oder was. Oder 40 Cent, ich weiß gar nicht, was sie kosten. Könnt natürlich jetzt auch so eine Küchenfee nehmen oder halt eine Küchenmaschine. Habe ich hier noch original eingepackt, das schneide ich meistens mit der Hand. Geht bei mir genauso gut. Ein kleines Brettchen hier. Kartoffeln schmeißen wir da liegen wieder daneben. Schneiden die in dünne Scheiben. Also so dünn wie es geht. Das muss ungefähr eine halbe Stunde im Backofen. Zack, eben schnell ein paar dünne Scheiben hier. Zack, in die Auflaufform. Man könnte natürlich jetzt auch Nudeln reinmachen. Hier steht zwar Kartoffelgratin, aber wenn man da jetzt eine Hand von Nudeln mit reinschmeißen würde oder Kartoffeln oder Thunfisch, das ist dann dazu kein Kartoffelauflauf, sondern Thunfisch-Kartoffelauflauf, ist aber völlig egal. So, Kartoffelscheiben einfach hier unten rein. Die Milch, also Milch-Wasser-Gemisch. Milch, das wird langsam warm. Einfach rohe Kartoffeln nehmen, dünne Scheiben. Sind die auch ungefähr gleich dünn, gleich dick schneiden, gleich dick, gleich dünn schneiden. Sind die auch gleichmäßig durchgegart. So. Kann mich überhaupt sehen? Ich verstecke mich immer so unter dem Ding da. Brauche ich aber gar nicht. Zack. Braucht sich ja nicht verstecken. Wenn mal eine Scheibe ein bisschen dicker ist, macht das auch nichts. Man muss sie nicht wegschmeißen oder was weiß ich. Einfach mit rein hier und die beschwert sich keiner, wenn da mal eine Scheibe ein bisschen härter ist. Also ich auf jeden Fall nicht. Wir sind ja auch zu Hause. Nicht im Restaurant, was haben wir, was anderes. So, einfach in dünne Scheiben. Gleichmäßige dünne Scheiben. Sollte man versuchen, wenn nicht, ist das gar nicht so schlimm. Oh, jetzt ist mir die runtergefallen. Oh, 3 Sekunden Regel gibt es auch nicht. Ist mir runtergefallen. Zu Hause spüle ich die jetzt ab, weil ich esse es alleine. Leg die hier rein. Und ja, ich esse das trotzdem. So, was haben wir hier? Einfach Kartoffelscheiben und die Soße dafür. Oh, eine Kartoffel ist da noch, perfekt. Die schäle ich natürlich noch eben, weil ich stelle ich mal wieder hier hin. So, 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 so. Ja, ich habe hier jetzt die Kartoffel da im Sack gelassen. Hier ist das alle, kommt ein gelben Sack. Um euch das mal nur zu zeigen, ich habe die jetzt einmal abgespült, abgewaschen, die Kartoffel mit Schale. Man kann die auch mit Schale einfach so in Scheiben schneiden und auch mit Schale essen, das macht eigentlich auch nichts. Also ich würde empfehlen, die immer voll abzuschneiden, damit da nicht so viel Sand drin ist. Zack, Kartoffeln, Schalen, Kartoffeln mit Scheiben, Schalen. Zack, macht also mir mal das nichts. Zack, zack, zack. Gemüsemischung mache ich damit rein. Dann nehme ich meistens immer, wenn ich irgendwas brauche. So eine Kochmaschine habe ich hier dieses Nudelsieb, das ist mal ganz gut.
kleine Dose, die lasse ich mal hier in Abwasch stehen. Ein Waschbecken, die kann ich vielleicht mal gebrauchen für einen Taschenbecher oder so. Hier kleine blaue Tonne im Mülleimer. Das muss alles gar nicht bei 100%ig perfekt sein. Alles. Wie man hier sieht, ja, ich bin am Kochen und mein Abwasch steht dann noch. Ein bisschen Abwasch ist erledigt. Die Schweinchen hier, die habe ich vorher hier oben stehen gehabt. Die habe ich einfach Wasser eingeweicht, sauber gemacht. Die sind wieder weiß. Salz und Pfeffer. Oing, oing. Ja, jetzt habe ich hier zum Beispiel Gemüsemischung. Die verteile ich jetzt einfach da oben drauf und brauche da auch keine Ausbildung für oder was weiß ich, was ich da alles schon gehört habe. Und muss das erst wie Carwash Simulator zu 100% erfüllen oder muss diesen Simulator spielen, vorher erst auf Computer probieren? Das ist so ein Quatsch. Einfach machen und essen. So, jetzt haben wir hier perfekt. Schön, haben wir aus dem ungesunden Anführungszeichen Kartoffelauflauf was mit bunten Farben gemacht. Ja, jetzt kann ich hier das hier hochdrehen auf. Man das sieht auf 9, dann glüht nämlich hier die Platte. Wie heißt da? Man sieht's. Ja, jetzt habe ich einen gesunden Kartoffelauflauf gemacht. Kartoffelfix, das rühre ich gleich ein. Gehe jetzt zu meinem Kühlschrank, suche einen Käse. Käse, ich habe mir gerade überlegt, ich mache heute mal vegetarischen Auflauf. Vegetarischer Kartoffelauflauf. Käse und Kartoffeln. Käse ist jetzt nicht vegan, glaube ich. Ne, das ist nicht vegan, aber es macht auch nichts. Fleisch habe ich jetzt genug gehabt letzten Tage. Gestern 4 Gyros-Wraps gegessen. 4 Stück. Ach, so schön. Kaffee schon. Also ich brauche nicht immer Fleisch. Ja, also. Sieht man das im Video? Ach, der Topf. Ja, das ist der Topf. Da kocht gleich. Habe ich in meine Zauberschublade. Mein Kühl, heißt das Kühl? Keine Ahnung. In der Zwischenzeit räume ich schon mal den Backofen aus. Räume das ein wenig weg. Also hat man ungefähr nach Viertelstunde, 20 Minuten. Auflauf, also nach Stunde, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, glaube ich, kommt der im Backofen ungefähr. Und perfekt. Also halbe Stunde, eine Stunde essen. Heiß, kommen wir dann in die Kühlschrank, in den Vorratsschrank. Oh, ein bisschen verdienen. Ich habe ein paar Sardinen zu Hause. Ja, jetzt warten wir, bis die Milch hier kocht. So. Das wäre besser so. Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Okay. Ja, also, das Wasser, Milch, Dingsenbumsen, das kocht gleich. Kann man den Beutel hier aufreißen. Das ist einfach nur ganz normales Pulverchen. Dann rühre ich hier einfach rein. Das immer rühren, 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 rühren und kippen. So, da kann eigentlich fast gar nichts schief gehen. Eigentlich. Also immer rühren. Rühren, rühren, rühren. Und jetzt warten wir, bis das Wasser, die Milch kocht. Lassen wir es einmal kurz aufkochen, dann kommt der Schaum einmal hoch. Nicht drauf stehen lassen, dann gleich runternehmen, wenn es gekocht hat. Weil sonst ist die ganze Küche voller Soße. Also bei mir in der Küche macht das nicht so viel. Und hier sind ein bisschen empfindlicher. Ja.
glaube, so können wir noch sehen. Ja, kocht gleich. Also ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten Auflauf schneiden. Hier halbe Stunde, 40 Minuten Auflauf im Backofen bei 200 Grad. Guck, jetzt kommt das über. Und rühren. Mal das sehen. Das kocht. Und rühren. Aufpassen, dass es nicht überkocht. Mal so, ich nehme meistens so einen Topf und dann gleich runternehmen. So, das kocht über, runternehmen, dann kocht das nicht über, Herd wieder aus. Mal auf Null. Und kippen die Flüssigkeit einfach hier an den leckeren Kartoffelauflauf. So. Wichtig ist dabei, dass die Kartoffeln am besten unter Flüssigkeit sind. Nur das halt ähnlich wie ein Kochtopf dann kocht. Den Kochtopf hier, den weiche ich mir gleich ein. Ein bisschen Spielmittel, Himbeerrosé obendrauf. Dann kann das stehen bleiben bis morgen, heute Abend oder was weiß ich. Kann man euch auch mal zeigen. Jetzt wieder 16 Minuten. Und ja, das ist der fertige Auflauf. Ich esse dann meistens 2 Tage von alleine. Kann man natürlich auch geriebenen Käse nehmen. Ich habe jetzt nur so einen Schablettenkäse, so einen Gouda ist das, glaube ich. Butterkäse ist das. Zack, hier eine Scheibe hin. Also wie man das jetzt desinfiziert nicht, sondern wie man das jetzt noch schöner machen kann, ist dahingestellt. Also, ich habe Hunger, ich will gleich was essen, mein Magen knurrt. Also, und einfach 2, 3 Scheiben Käse drauf. Und wird gegessen. Zack, zack. So. Ja, das ist jetzt der vegane Kartoffelauflauf mit Gemüse. Mal gesund. Oder mehr oder weniger gesund. Ja, dass man mich auch mal sieht hier im Video, nicht dass es heißt, ihr macht jemand anderes, ich bin auch da. Wir machen den Backofen jetzt an. Da Backofen. Auf 200 Grad auf an. Stellen die Form da rein. Und stelle jetzt den Google Timer oder den Wecker hier auf 30 Minuten. Ungefähr 30 Minuten, 35. Und dann gucken wir, wie es aussieht. Daumen oben da lassen, Marek Oldenburg. Und schönen Samstag noch. Schön wieder dunkel draußen.